Jo, was geht, Freunde? Es ist gerade 11.30 Uhr und wenn ihr dieses Video pünktlich um 14 Uhr seht, dann heißt es, dass ich der absolute King bin und es noch rechtzeitig geschafft habe. Und wenn das Video sich verspätet, dann, ja, kommt, hatet mich in den Kommentaren dafür. Ich hab's verdient. 776.420 pesos, la recaudación para esta nueva edición del Superclásico del Fútbol Argentino. ¡Martín! Der neue Ronaldo ist geboren. F an den Kameramann, der sich dachte, er hat die einfachste Aufgabe bekommen heute. Und auch F an sein Handy, weil das sah 100% so danach aus. Okay, ihr dürft nicht lachen bei dem nächsten Clip. Don't let... Das ist einfach ein Einhorn. Hallo die Dame, wenn ich mich vorstellen kann, ich bin Bennert und ein erfolgreicher Businessmann. Also ich mache YouTube und so und habe wirklich eine random ass Community. Du siehst echt schon hübsch aus, muss ich sagen. Vielleicht kann man sich ja mal treffen. Okay, nee, alles gut, ich bin schwul tatsächlich. Alles gut, ich habe doch kein Interesse mehr. Bro, diese Filter sollten verboten werden. Das ist ein anderer Mensch. Real Talk. Bruder, stell dir vor, du siehst nur ihr Insta und triffst sie dann in Real Life. Also jetzt nicht, dass ich mich über das Aussehen von Leuten lustig mache, aber come on, das ist eine Straftat. Das ist versuchte Täuschung. Sperrt sie ein. Erste Werktag. Das klingt einfach wie der Drachenlord. Barcelona? Okay. Nee, lass gut sein, komm. Ich glaube, der Job ist nichts für dich, Bro. Junge, du hast einfach 20 Mal reingeschrieben bei so einer einfachen Aufgabe. Ich will nicht wissen, wie dein Kopf am Rauchen ist, wenn du einen einfachen Burger belegen musst. Siebenfache schwarze Gürtel. Hans-Dieter Mordhorst. Woher wusstest du, dass ich Deutscher bin mit diesem Namen? Was macht er da? Konzentriert er gerade sein inneres deutsches Chi? Und zum Glück ist der rote Pfeil da. Ich hätte sonst gar nicht die Flaschen entdeckt. Heftig. Und du hast jetzt also den schwarzen Gürtel im Wasserflaschen-Unboxen. Wow, ey, kann ich das nicht auch machen? Nice, geiles Talent, Bro, aber keep up the energy und lass dich auf gar keinen Fall runterkriegen von den Hatern, die dir diesen schwarzen Gürtel nicht gönnen. Du hast es dir wirklich verdient. Das ist, wow, das ist eine Meisterleistung. Cool, wow. iPhone 15 Pro Unboxing. Na? Starkes Unboxing. Mir hat vor allem der Part gefallen, wo du es ausgepackt hast. Na? Und da, wo du so die Funktion vorgestellt und reviewed hast, der war auch gut und sehr informativ. Hm? Verstehe, okay. Ah, ja, ich sehe schon. Das neue iPhone ist definitiv seinen Kauf wert. Danke, ich werde es mir nur wegen deinem repräsentativen Video jetzt holen. Before and after horrible haircuts. Wurde es vom Sunny Surferboy zu einem psychopathischen Stalker? Der tut so, als würde er aussehen. Bro, deine Haare, die angeblich total verkackt wurden, sehen gerade besser aus, als meine jemals getan haben in meinem Leben. Was ist los mit dir? Oh my God, bro. Oh, hell no, man. Ach du Schte. Ich würde echt mal drüber nachdenken, gegen deinen Friseur mit dem Anwalt vorzugehen. Das ist Real Talk Körperverletzung. Wieso siehst du plötzlich aus wie die klassische Feministin auf Twitter? Du wurdest Real Talk ein anderer Mensch. Du hast einfach Geschlecht gewechselt wegen dem Haircut.
I can't do this anymore. Der Arme hat Depression wegen seinem Friseur bekommen. Die Therapeuten freuen sich doch über neue Kunden, die nur wegen einem Haarschnitt dort gelandet sind. Holy sh**, die Arme ist ja komplett am Ende. Ich glaube, wenn Mädchen ihre Haare reingeschnitten bekommen, dann hätte das nochmal ganz anders als bei Jungs. Ich glaube wirklich, dass sie dann so 3 Tage sich in ihrem Zimmer einschließen, Mental Breakdown haben und ganzen Tag heulen. Ja, was soll man dazu noch sagen? Ich glaube, nichts ist so schlimm wie der Schmerz nach einem verkackten Haarschnitt. Ich fühle mit euch allen. Wayo, was ein Edit, damn boy. Original mein Vater, nachdem er den TikTok-Editor das erste Mal entdeckt hat. Der Ehrenlose snackt einfach ihr Essen weg, was los mit dir? Holy sh**, die Kleine ist einfach zum Motorrad geworden. Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Wenn Sie jetzt 10 Liegestützen schaffen, dann lasse ich Ihnen im Wert von 100 Euro etwas aussuchen. Okay, 100 Euro für 10 Liegestütze? Warum passiert mir sowas nicht mal? Wieso kann ich nicht so viel Geld so einfach verdienen? 10 Liegestütze? Ich nicht. Sie nicht? Nee. Sie schon gar nicht. Sie schon gar nicht? Sie? Ich könnte es probieren, aber ich glaube es nicht, dass ich es noch schaffe. Aber probieren, Versuch, ist es doch wert. Na klar. 1, 2. Ich wollte noch sagen, es gehen besondere Grüße an Morteza raus. Einfach nur ehrenlos. Ey, guck mal, ich bin schon ein Gottloser, ne? Aber sowas würde ich mich nicht mal trauen. Ey, der arme Opa, wie er am Ende noch guckt. Das geht gar nicht wirklich. Ekelhaft. How to get a free power rate? Elf Jahre alt und schon multikriminell. Bro, das sieht so aus, als würdest du dich gerade einkacken. Lil Bro macht da gerade einfach schön seine Squats. Stark, wirklich. Wirklich stark, Jungs. Ihr habt einfach Power Rate im Wert von 1,20 Euro gesneakt und habt dafür eure komplette Jugendakte riskiert. Wer kommt eigentlich auf solche Ideen? Ohne Witz, das ist so random. Online-Unterricht wird gestürmt. Hahaha. Habt ihr die Lehrer erreichen können, die ihr erreichen wolltet? Gab es da irgendwas? Oh Mann, das gibt mir solche Flashbacks. Wir haben auch immer nur getrollt. Wo es Unklarheiten gab? Wo wir vielleicht nochmal nachhaken sollten oder so? Ich habe Herr White versucht zu erreichen, aber der Pfft hat nicht zurückgeantwortet. Herr White einfach. Das B-Wort gehört ja nicht her, wir benutzen offizielle Sprache. Burak. Welcher Burak? Ja, Burak eben. Nee, dann weiß ich nicht. Der eine hat schon übelsten Lachfläche im Hintergrund, der kann sich gar nicht zusammenreißen. Deine Stimme passt aber nicht zu Burak. Ja, ich habe mir ein neues Mikrofon gekauft. Du hast ein neues Mikrofon? Ja, so ein richtig gutes, aber ich hatte halt verschlafen und dann wollte fragen, was ich alles verpasst habe. Nee, das können wir jetzt nicht nochmal wiederholen. Tut mir leid. Informierst du dich mal bei deinen Mitschülern. Mhm. Und wer ist denn Ölmar? Ich kenne Ölmar gar nicht als Abkürzung. Hallo, Ölmar, wer bist du? Ja, hallo. Wer bist du? Wie ist dein Name? Was meinen Sie? Wie heißt du offiziell? Yahmar. Dann bist du aber nicht in der Klasse 10-2. Dann musst du dieses Meeting verlassen. Also
Ich kenne die Jahrbuch, war früher, es gab es schon mal vor ein paar Jahren. Oh nein, ich glaube, Zinedine wird gleich den gesamten Laden auseinandernehmen. Also man kann sich dann anmelden und sagen, ich möchte eins kaufen. Also ich glaube, es ist nicht umsonst. Als Erinnerung. Cause I'm coming for you. I got this on my... Die Ehrenlosen, Mann. Die Lehrer haben mir echt leid getan in dieser Zeit mit Online-Unterricht. Ohne Witz, das war der Moment, wo die Schüler einfach die Chance hatten, die Oberhand zu ergreifen über den Unterricht. Und damit, wenn du nicht willst, dass dein Friseur das nächste Mal so bei dir verkackt, dann gib dem Video einen Daumen nach oben. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns morgen wieder. Peace out. Oh my God, bro.